Wir sind wieder zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play 7 Days to Die. Guten Tag, Erik. Hallo. Nein. Soll ich mal eine Wurzelbehandlung machen? So, heute habe ich mir gedacht, ich mache ganz viel Feld. Ja, weil dir das so gut gefällt. Es ist mein Lebenstraum. Wobei ich wirklich überlegt... Oh, sind die Heidelbeeren schon wieder fertig? Nee, ne? Nee, wächst. Okay. Wobei ich wirklich überlegt habe, ob ich nicht das eine Feld wenigstens noch fertig mache. Das dauert ja nicht mehr so lange. Dann haben wir es zumindest aus dem Puschen. Aber kannst du mal, wenn du deine Tage hast, ne? Kannst du dir vielleicht mal eine Binde reinschieben oder so? Oder in die Unterhose? Nein, wieso? Weil hier alles vollgetropft ist. Ja und? Oh, das war falsch. Aber ist das, es ist das Ende der Welt, Tobi. Was willst du von mir? Finde ich jetzt nicht. Das ist aber ein Ausrutsch, ne? Okay, ich habe mal eine Frage. In einer Apokalypse, ne? Ja. Sind Frauen da eigentlich benachteiligt aufgrund biologischer Begebenheiten? Warum? Riechen, also können Zombies Blut riechen? Das weiß ich nicht. Und wie ist das, wenn dann eben diese verflixten Tage einsetzen? Wie ist das dann? Das kommt wahrscheinlich auf den Regisseur drauf an, ne? Ja, das stimmt doch. Da hast du wahrscheinlich recht. Aber die Frage ist legitim, oder? Also eigentlich wird es doch dann schwieriger. Eigentlich ja. Und wenn dann irgendwann, ne, irgendwann sind alle Slip-Einlagen und alle Tampons, sind ja dann auch verbraucht, weil es werden ja keine mehr produziert. Ja, das stimmt. Ah, ist natürlich die Frage, was macht man dann? Vielleicht hat man bis dahin ja Schafe wieder rekultiviert, ne, und dann Wolle und so, das kann natürlich sein. Aber wenn wir mal sagen, das nicht, weil es vielleicht andere Prioritäten gibt, was passiert dann? Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Also ich glaube, so realistisch hat sich damit noch niemand befasst. Ist schon schwierig, ne? Ist schon schwierig. Ich glaube, bei The Walking Dead können die Zombies tatsächlich Blut riechen, aber sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Gut, aber die haben das jetzt nicht so detailliert beleuchtet, das Thema, ne? Nee. Ja, hab ich ja gedacht. Die können soll auch nicht. Die Eisenstücke, soll ich die einschmelzen? Also zu Eisen? Ja, ja, klar, 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 klar. Was mache ich aus den Eisenbruchstücken? Einfach Eisen, ne? Genau, genau. Einfach einschmelzen, da wird Eisen draus und dann passt das schon. Ich komme auch mal hoch. Wir wollten ja noch... Ich habe ja auch ganz viel Zement gemacht und wir können, glaube ich, noch mehr Zement machen. Dank deiner hervorragenden Stahl-Accessoires, die du ja immer bei dir hast. Was denn? Okay, mit dem... Was ich jetzt hier drin habe. Ja. Kann ich reingucken, kann ich leider? Ja. 4.959 Eisen machen. Vielleicht kriegen wir das Haus ja doch fertig. 33 Minuten, okay. Let's go. 2.000 Sand, okay. Boah, Alter. Steine haben wir auch 2-3, ne? Habe ich jetzt auch nochmal mitgebracht, ja. Ist schon okay. Okay. Und die Steine schmelzen fröhlich vor sich ein. Boah, Alter. Cool. Hä? Mhm. Ist das normal, dass ich die Eisenbruchstücke dann hier noch drin habe? Tobi, wieso holst du denn... Wieso machst du gerade Eisen? Mit den Eisenbruchstücken, die ich hier habe. Aber lass das doch einfach... Nee, du hast einfach das Eisen aus dem Iron, aus dem Dingens gemacht. Das ist nicht aus deinen Eisenbruchstücken. Hä? Du hast die einfach... Du hast... Also hier im Schmelzofen sind ja schon 4.912 Eisen drin. Eben waren es noch mehr. Und die, daraus hast du Eisen gemacht. Also du musst Du musst eigentlich das Eisen da reinlegen in den Schmelzslot, da wo die Steine sind. Guck nochmal rein. Und da musst du die Eisenstücke reinlegen. Bei Schmelzung rechts oder was? Da, wo die Steine gerade sind, mit dem Timer runter. Da sind doch so Steine, die langsam eingeschmolzen werden. Ja, ne? Ja. Genau, und da ist noch ein Slot frei und da musst du das reinpacken, die Eisenstücke. Ach, lol. Ja. Ich dachte, das wäre wie bei dem anderen Crafting-Menü. Nein. So, Wird das da drin gespeichert oder was? Ja, genau, das ist dann alles auf Vorrat quasi.
Ach, und wenn du dann Eisen willst, kannst du das da rauscraften quasi, alles klar, okay. Was super praktisch ist. Wieso? Achso, ach, das war ja in der Forge. Okay, ich müsste auch nochmal... Wieso geht das zum Beispiel nicht mit der Werkbank? Das wäre cool, wenn das auch mit der Werkbank gehen würde. Ja, da machst du halt andere Sachen, aber da kannst du keine Sachen einlagern, leider. Das ist schade, ey. Okay, wie viel Stone haben wir jetzt gerade drin? 8600. Und daraus kann ich nur wie viel machen? Aus 8600 kann ich nur 173? Ne, es müssen noch 1000 sein, oder? 25. Ja, das zeigt, also die Vierer Ziffern zeigt es nicht an. Die vier Ziffern. Okay, ist ja geil. Naja. Okay, let's go. Ja, 1700 Zement mache ich gerade. Oh, nice. Das kann ein bisschen dauern, glaube ich. Okay, dann lasse ich das hier, packe ich das hier schon mal rein. Wieder erstmal, weil das dauert ja noch ein bisschen mit dem Zement. Ja, da haben wir bald eine schöne Base. Eigentlich müssen wir die Wände gar nicht aus Holz bauen. Eigentlich nicht. Wir können auch einfach eine fette Bastion bauen. Nicht, dass wir größenwahnsinnig wären oder irgendwas. Hä? Ja, weiß ich auch nicht. Manche Leute behaupten das. Ich finde das unfair. Aber sowas von. Und dann bin ich manchmal traurig. Okay, ich glaube, der Kampfanzug, die sind alle kaputt schon, oder? Müssten die nicht den Balken unten voll haben? Ich weiß es nicht. Zerlegen, wear, modify. Aber die kann man nicht reparieren. Okay. Also sind die vielleicht nicht kaputt, die sind vielleicht einfach so. Warte mal, ich probiere mal gerade was. Ich will mal was gucken. So, da momentan eh der Zement durchläuft und das wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Eine halbe Stunde übrigens, glaube ich. Würde ich gerne nochmal schnell schauen, wo mache ich das denn dran am besten? Wahrscheinlich hier. Das würde ich gerne machen. Ah, kann ich nicht machen. Okay. Okay. Was ist denn hier mit? Okay, dann. Was brauche ich dafür? Kleber und Stofffetzen. Kleber kann ich auch selber machen aus großen Knochen und trüben Wasser. Große Knochen, 43. Oh, sehr gut. Und trübes Wasser. Na, ich mach mal eben. Geht das hier einfach? Kleber. 37. Kleber. 37 Kleber herstellen. Ja, warum denn nicht? Wir haben aber noch eine Kiste, ne? Falls du noch brauchst. Achso, das geht um Lagerfeuer. Ja, ich weiß, aber nicht so viel, ne? Ich glaube auch 30 oder so oder 14, ich habe keine Ahnung. Na, dann kriegen wir bald noch 37 dazu. Geil. Kann ja nicht schaden. Nö. So, 6 große Knochen gehen wieder rein in eine Kiste. In Totenmannskiste. Oh, ich habe auch diesen Monk so Tierwahn immer, das ist furchtbar. Ich hasse mich manchmal selber. Sei nicht so hart zu dir. Ja, ist doch wahr. 39 leere Flaschen haben wir schon wieder. Und könnten notfalls auch ganz viele neue machen, glaube ich. Also Flaschen werden wir auch nicht mehr dran verzweifeln, so wie früher mal. 27 militärische Fasern, wo tue ich denn die hin? Ich tue die mal hier zu den, ne, da wo Stofffetzen und so sind. Okay, Klebeband. Brauche ich Kleber und Stofffetzen? Ach, die waren ja hier. Nehme ich mal auf 54 Stofffetzen, nehme ich mal mit. Ich mache gleich ganz viel Klebeband, ne? Davon werden wir eine Menge brauchen, glaube ich. Ja, gerne. Klebeband ist gut. Ach. Was denn? Hier kommt gerade einer um die Ecke, der hat so einen Cowboy-Hut auf. Oh, nice. Gönn dir den Hut. Cooler Typ. Cooler Typ. Roter Tee ist bekannt für seine kühlenden und rehydrierenden Effekte, sowie seine positive Auswirkung auf die Ausdauer. Ah, wenn ich Chrysanthemen anpflanze, kann ich uns roten Tee machen und damit der kühlt uns in der Wüste runter. Ah. Wenn wir das wollen. Nice. Nö, das wollen natürlich nur. Ja, sichi. So. Okay, Kartoffel, Maiskolben, Pilze, Flasche Wasser. Bald haben wir alles beisammen. Da können wir richtig schöne Suppen machen.
Es ist noch Suppe da. Ne, es war Soße, ne? Soße, genau. Ich überlege, Snowberries kann man nicht anbauen, oder? Nee. Kann man Snowberries anbauen? Snowberry Juice, Snowberry Extract, aber anbauen kann man die nicht. Schade. So. Und 37. Kleber. So, da mache ich mal eben Klebeband. Mache ich auch mal 37. So. Prima. Dann haben wir das auch. Die Stofffetzen kann ich schon mal wegpacken, die restlichen. Oh, das brauche ich als Klebeband. Vielleicht nicht alles, aber ein bisschen. Und dann ist die Frage, was brauche ich denn, um das zu machen nochmal? Leder, Eisen, Klebeband. Bei allem. Okay, da gibt es jeweils 4. Boah, Eisen wird aber teuer. Okay, ich nehme einfach alles mit. Oh. Bist du das? Nee, ich bin da gerade nicht zu Hause. Haben wir Besuch? Hat gerade jemand hingeatmet? Okay. Oh ja, das ist schon wieder Besuch. Okay, ich guck gleich mal. Viele? Alles gut, mach dir keine Sorgen. Ich komm klar. Eisen. Aber vor möchte ich natürlich hier. So. Wo ist denn das? Oh. Geschmiedetes Eisen brauchen wir dafür. Ja, da möchte ich natürlich die richtigen haben. Das dauert ja noch. Was denn? Was ist denn los? Ah, du hast Besuch, wie ich gerade sehe. Ich habe gerade ein bisschen gekämpft, ja. Ich wollte aber das Level eben nochmal schnell abmachen, dass ich hier die nächsten Dings skillen kann. Jetzt brauche ich wieder nach Hause. Oh. So, das wird noch ein bisschen dauern hier alles. Ich guck mal eben. Ich glaube, hier zu Hause hatten wir auch Besuch gerade. Komm mal ruhig vorn, gell? Ich glaube, der ist vorbeigezogen, der Besuch. Schade, hast du keinen Kuchen angeboten? Ich wollte gerade, aber ich stand gerade noch in der Küche und habe das Mehl noch an der Backschürze abgewischt. Und jetzt komme ich hier raus und der ist einfach weggegangen. An der was? An der Backschürze, Tobi. Ah, okay. So. Du weißt doch, da wo ich nichts drunter trage. Also hast du immer Nudelholz dabei, ne? Das ist richtig. Und meistens wische ich die Hände da runter ab und keiner merkt's. Das ist ein leckerer Kuchen, aber warum sind da Haare drin? Okay, ich muss Chrysanthemen noch anbauen. Ich habe jetzt eben ein bisschen Zeit, weil oben gehen gerade Dinge vor sich. Tobi, wird er gefallen, wenn ich damit durch bin? Oh, das ist schön. Heidelbeere, da muss ich hier, glaube ich. Hier war die, ne? Golden Rod, genau, da mache ich hier einfach. Da muss ich leider noch mal ein bisschen umgraben. Hilft nix. So. Ich mach's erstmal rudimentär, dass wir ein bisschen das Zeug da einpflanzen können. Bin gespannt. Man kann auch eine Nagelpistole machen. Eine Nagelpistole, Tobi. Die Nagelpistole ist das beste Werkzeug, um die Mauern der Basis zu reparieren und aufzuwerten. Sie stellt auch eine ziemlich gute Waffe dar, wenn du Nägel hast. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Also Nägel haben wir und vor allen Dingen mit so viel Eisen und so einer Eisenmine unterm Haus. Die wird natürlich nicht für immer halten, aber eine Weile lang bestimmt noch, oder? Ich denke schon. So.
Nachdem du die Fertigkeit erworben hast. Die Feldarbeit ist übrigens genauso spannend wie bei Minecraft. Wobei man bei Minecraft wenigstens noch sieht, wo man hakt. Ja, ja, das ist richtig. Das ist hier wirklich sehr schwierig. Immer noch. Und ich habe in den Kommentaren gesehen, viele geben uns tatsächlich recht, dass das wirklich noch so eine Sache ist. Die wollte man schon seit Ewigkeiten mal ändern, hat es aber wohl noch nicht gemacht. Was? Die Kommentare geben uns recht? Das muss ein Fehler gewesen sein. Da weiß ich auch nicht, was da passiert ist. Keine Ahnung. Ich habe auch tatsächlich aber auch einige gelesen, das fand ich sehr schön, von einigen Leuten, die Seven Days to Die schon sehr lange spielen, sehr viele Spielstunden haben. Und dass sie sich bei manchen Sachen natürlich ins Gesicht fassen, ist klar. Das wundert mich jetzt nicht unbedingt. Aber dass es wohl trotzdem sehr unterhaltsam ist, das mal irgendwie aus anderer Perspektive zu sehen von Leuten, die halt einfach gar keine Ahnung haben. Also, damit sind, glaube ich, wir gemeint. Okay. Das ist aber nett. Ja, ja, ja. Das stimmt. Und es ist ja wahr, ne, als wir angefangen hatten, wir hatten gar keine Ahnung. Ja, aber das macht's ja gerade so spannend bei diesen Survival-Games. Ich find's halt immer blöd, wenn man halt in so ein Game reinstartet und dann... Ja, weiß ich nicht. Schon alles kann, ist irgendwie low. Es kommt drauf an. Ich glaube, je besser du wirst, desto mehr Herausforderungen suchst du dir natürlich. Und ich bin aber ganz ehrlich, tatsächlich habe ich irgendwie vielleicht nach Staxel und Ego und so und auch nach Starbound habe ich wirklich immer mehr Bock auf diesen Aufbauaspekt, wenn wir zusammen spielen. Ja, das stimmt. So Zombie-Wellen auch geil und bla, aber halt nicht so under pressure immer nur go, 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 sondern halt, ich mag diesen Aufbauaspekt einfach sehr gerne. Und den Abbauaspekt natürlich auch, klar. Kommt immer auf die Perspektive drauf an. Wenn da wieder Maxima unterwegs ist, dann, ne? Boah, weißt du aber, Staxel, unser Keller vom Haus, in dem wir schon schön gebaut haben und so? Ja, Mann. Oh, das war ganz cool. Hat viele neue Updates. Ego auch. Aber es gibt noch so viele Spiele, die wir eigentlich noch spielen müssten. Und viele haben ja, ne, beim zweiten Blutmond, haben ja viele auch gesagt, dass es irgendwie doof ist. Und dann kommt es so rüber, als ob wir gar keinen Bock mehr haben, weil wir die ganze Zeit rumgemäkelt haben. Klar kam das so rüber. Dafür ein herzliches Entschuldigung. Aber ich glaube, es ist einfach wie bei allen Spielen. Ne, bei FIFA, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute zum Beispiel bei FIFA stehen Controller in den Fernseher geschmissen haben. Ist das die normale Melodie gewesen? Nein. Nee, ne? Ich bin auf dem Feld. Tobi? Ja. Aber der Himmel ist... Der ist nicht so rot wie beim... Sag's Bescheid, wenn jemand kommt. Ich mach mal schnell das Feld zu Ende. Du bist ja mutig. Ich mach mal ein bisschen das Kamera hoch. Ja, bis jetzt kommt noch nichts, aber ich glaube, es ist kein Blutmond, oder? Ich glaube auch. Also die Melodie ist da. Ah, ich habe natürlich die Samen nicht mit, ich bin doof. Mach ich hier die Seite auch noch schnell. Zombie! Ne, ich glaube, der Himmel ist normal. Ich guck demütig auf den Boden, das hilft bei Zombies. Wenn man sie nicht anschaut, werden sie aggressiv. Okay. Das Feld ist soweit fertig. Ich habe die Samen nicht mit. Ja, Mensch, da komm ich mal nach Hause, wa? Nur um nochmal drauf zu sprechen zu kommen, ich kenne keine Leute, die bei FIFA aggressiv werden. Nein, aber weißt du, ganz ehrlich, bei FIFA ist das einzige Spiel, wo ich wirklich Leute unterstütze, die dabei aggressiv werden. Aber ganz ehrlich, ist das bei dir auch so, bei FIFA, ne, du spielst das ja regelmäßig, ist es da auch so, dass du manchmal denkst, so einfach, boah, was für ein verfluchtes Kack-Game, da spiele ich nie wieder so eine Scheiße, so eine Kacke. Ich sage jede Woche, wenn Weekend League ist, jede Woche sage ich, dass ich nächste Woche Pause bei Weekend League mache und mich nicht dafür anmelde. Und ich mache es trotzdem jede Woche wieder.
Und genauso ging es mit einem Blutmond natürlich. Ne, das hat man einfach mal. Ja. Man ist natürlich dann erstmal so, fuck, was war das? Das ist ja bei, also viele Spiele, also wer sowas noch nicht gemacht hat, hat glaube ich noch nicht wirklich gespielt. Ne, glaube ich. Oder hatte halt eine andere Spielewahl vielleicht einfach. Kann natürlich auch sein. Ich glaube, wenn man mit Herz so schon dabei ist bei so einem Spiel, dann ist das glaube ich ganz normal. Ja. Gut, da kann ich jetzt nicht mitreden. Nee, die machen das ja nur für Geld. Das ist richtig. Deswegen gucke ich auch mal wieder hier in den Schmiedeofen und höre mir das Geräusch an. Ach, guck mal in den Schmiedeofen, guck mal schnell. Das Geräusch an. Tonnen, ne? Schnell. View, View, ein View. Wie eine Dontio. Ach, die Dontios reinhageln. Ach so, ich wollte ja, das. Ich war noch ein Highlight, der Typ. Ah, oh, werde ich nicht vergessen. Das ist schon schön. So, Baumwolle braucht man wirklich nicht, ne, oder? Ja, ich glaube nicht. So, also ein Baumwollfeld mache ich da vielleicht. Hä, was ist mit den Chrysanthemen? Kann ich die nicht einpflanzen? Okay, was? Der Chrysanthemen-Samen heißt einfach Chrysantheme. Und die Chrysantheme heißt Chrysanthemum. Oh, das legt mich doch am Arsch. So, gut. Mach doch noch verschiedene Namen einfach. Habe ich auch noch ein Chrysanthemum übrig? Nein, okay. Mumm. Manchmal muss es eben Mumm sein. Chrysanthemum. Erich, ich geh mit dir, du brauchst Security. Ja, ich guck gerade schon in alle Richtungen, aber es ist ruhig. Es ist ruhig. Ich hab's gehört. Okay, Fahrradfahren im Dunkeln ist ja Horror. Du kannst aber vorher das Licht anmachen. Also, oder kannst auch, ja genau, von deinem Bergarbeiterhelm kannst du vorher das Licht anmachen, dann geht's. Ja, aber du hast halt echt nur diesen kleinen Circle. Das ist voll krass. Auf live oder was? Genau den. Mm. So, Goldenrott. Dann hau ich hier mal ein paar Chrysanthemen rein. Ich weiß, davon haben wir ganz viele hier wachsen, aber es geht doch ums Kultivieren. Vorsicht, Zombie! Oh nein, Ronald McDonald. Oh, stell mal vor, der wird jetzt hier auf so einem Fahrrad hier so vorbei und wird uns so zuwinken, Alter. Oder einfach nur angucken und dann langsam vorbeifahren. Ja, das wäre nicht so geil. Nee. So, warte. Stell dir einfach mal vor, Tobi. Stell dir vor. Oh. Warum passiert mir das ständig, Alter? Ich bin überhaupt nicht lebensfähig. Ich bin nicht lebensfähig. Oh, ich will mich in der Zombie-Apokalypse nicht dabei haben. Wie geil war das jetzt? Oh Gott, diese Demütigung. So. Ob man das wieder. Ich frage mich, ob man das Feld wirklich irgendwie wieder entdingensen kann. Nö, man kann's. Oh, man kriegt die Erde auch nicht zurück. Okay, alles klar. Schade. Das Fahrrad hat bei dir gar keine Animation. Nee, bei dir aber auch nicht. Das ist ein Zombie? Nee, ne? Das ist kein Zombie. Warte mal, ich guck mal kurz was. Hä? Ich kann gar nicht lenken, das Fahrrad. Ach so, weil die Steuerung wieder umgestellt ist. Ah. Das ist immer komisch mit der Steuerung am Fahrrad. Von wer steuert freiwillig mit der Maus? Das weiß ich aber auch nicht. So. Warum? Ich weiß nicht. Steckst du jetzt in meinem Fahrrad fest? Arschlochfahrrad. Nee. Arschlochfahrrad. Komm. Also
ob das so schwer ist, weißt du, vom Fahrrad abzusteigen. Was spiele ich denn für einen Honk? Ja gut, wenn man es nicht gelernt hat, Erik, dann ist das halt schwierig. Der fahren kann er ja. Nur so mit dem Absteigen klappt wohl nicht. Setz dich nicht zu sehr unter Druck, bitte. Gibt's eigentlich Garagentore hier, die man öffnen kann? Nee, ne? Ich glaube nicht. Das wäre natürlich mega, aber ich glaub's fast nicht. So, Garagentor öffnen, mit dem Fahrrad rausfahren und ne, so in der Richtung. Finde ich irgendwie schön. Das Auto wäre halt auch geil. Boah, das ist ja dauert immer. Doch! Metallenes Garagentor. Aber geht das auch auf und zu? A white garage door that can be locked. Und du brauchst Mechanical Parts für. Okay, ja, das wäre natürlich geil. Oh, Asphalt gibt's auch. Also wir könnten uns auch eine eigene Straße bauen. Im Zementmischer können wir das machen. Vielleicht baut er die aber auch für uns. Wet Concrete, feuchter Beton. Hä? Es gibt Wet Concrete und feuchter Beton. Hä? Mhm. Gibt ganz viel Betonsachen. Pillar Cap, Gable Quarter, ach du Scheiße. Na, das kann ja heiter. Na, das kriegen wir aber alles nicht. Also wir werden da jetzt nicht eine Burg bauen mit den ganzen Items. Ich weiß nicht, was die alle machen. Wir brauchen da noch verstärkten Beton, ne? Ich weiß aber nicht genau, wie wir das machen. Was wir dafür brauchen, das weiß ich natürlich nicht. Steht das da nicht dabei? Nee. Verstärkte Metallverkleidung. Okay, krass. Oh, das dauert. Es gibt eine Zugbrücke? Okay, das gefällt mir. Sieht mittelalterlich aus, aber das hat schon im Mittelalter gut funktioniert. Alter, wer schreibt denn diese Beschreibungen? Voll gut. Träumchen. So, okay, Zement. Betonmischung. Okay, tatsächlich, die Zugbrücke wäre für hier halt echt gut, ne? Mit dem Graben. Boah, ja, das wär echt ein Zug. Oh, wir haben Besuch. Oh. Oh nein, das ist die Schreierin. Oh nein. Ich geh mal gucken, ob ich die noch schnell krieg. Wo ist die? Da ist sie. Nein, die ist runtergefallen. Halt's Maul! Halt dein Maul! Halt's Maul! Hast du eingestampft? Hier vorne liegt sie. Die ist gestolpert. Tut mir echt leid. Ja, das ist natürlich tragisch. Ich latsche hier durch mein Maisfeld! Schnauze! Oh, ich hab keine Ausdauer. Bin so hingerannt, dass ich erstmal außer Puste war. Boah, Alter. Was ist denn los? Ach ja, ist ja nachts. Sag mal, ich... Das gibt's doch nicht, Alter. Der hat mich ein paar Mal erwischt. Ja, die Dicken hier sind sowieso, die haben auch schon wieder längere Arme. Ich glaube, die haben dann auch eine längere Range. Ich weiß es nicht. Ich glaube auch. Längere Range. Ich meinte nicht seinen Penis. Ey. Ich bin's, der längere Range. Der lange Range. So, hier ist doch noch einer unten, oder? Oh, zwei Stück sogar. Oh, und noch eine. Hoch. Der Cheerleader treffen heute. Komm, beruhig dich mal. Na, da kommen auch noch zwei Cheerleaderinnen. Jetzt entspannt euch doch mal, Mädels. Entspannt euch doch mal. Hm? Komm, wir machen mal Überraschung. 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 Was? Okay, wie dämlich kann man sein? Die hat mich auch überrascht. Boah. Hey, Kuh. Never touch the running system, sag ich da mal, was? Das war sehr energisch. Warte, lass mal hochjumpen. So. So, erstmal Ruhe. Flop auf dem Hinterkopf. Entspann dich mal. Richtig schöner Spa-Bereich, den wir hier eingerichtet haben. Das mit dem Graben klappt trotzdem ganz gut. Wenn er nur abgesichert wäre. Ja. Was er nicht macht halt bei dem Haus eigentlich keinen Sinn, außer wir wollen es halt wirklich doch noch verwenden. Bei dem überhaupt nicht. Bei dem ja gar nicht.
Und das da drüben wollen wir ja auch nicht verwenden. Ich weiß ja, da drüben könnte man noch einen Graben hinbauen, aber also bei dem Store da drüben, weißt du? Was ist denn, Tobi? Tobi. Das Haus da drüben, was wir gerade machen, ne, mit dem Zement und so, das soll ja unser Haus werden. Ja. Und ich weiß, es wäre eigentlich sinnvoll, beim Blutmond die wegzulocken, vielleicht zum kleineren Häuschen, wo nichts drin ist, ne, nichts Verwerfliches und so. Aber die Frage ist, wenn man so ein Haus hat, nur in der Theorie, und macht da unten so einen Graben hin und verstärkt die Grabenwände auch nochmal mit Zement. Und lässt also, dass wir uns nur auf eine Bastion quasi konzentrieren? Ja, das nicht unbedingt. Das kann ja auch beim kleineren Haus sein. Das ist jetzt nur mal als Beispiel bei dem Haus. Und lässt auch die Brücke weg oder hat eine Zugbrücke, ne? Und das würde wie bei uns sein. Da ist eine Rampe, wo die immer wieder raus können aus dem Graben und würden quasi immer wieder rausgehen und wieder reinfallen. Wieder rausgehen, wieder reinfallen. Wie sie bei uns hier gerade auch machen die ganze Zeit. Nur die könnten halt nicht mehr die Wände damagen, weil die ja aus verhärtetem Zement mit verstärkt und so. Verstehst du? Und wir könnten die halt schön wegballern oder zwiebeln oder was auch immer. Ja, ja, ja. Geil wäre das schon. Am liebsten wäre es mir, wir hätten dann unten verstärkte Wände, Stahlwände, mit Schlitzen, wo man Eisenstäbe durchschieben kann. So Speerspitzen. Oder halt wirklich so Einkerbungen unten, wo dann diese Turrets stehen. Ja, ja, ja. Du, ja. Und dann laufen die da vorbei und dann ist das wie so Fenster. Genau. Und wir stehen oben und sehen einfach nur Blutkonfetti. Ja. Ja, Blutkonfetti. Ja. Und ich liebe Blut, ich liebe Blut. Und Konfetti. Ja, das wäre geil. Und natürlich überall schön Stacheldraht, damit die nicht zu den Turrets hinkommen, sondern verlangsamt werden. Ne, und dann vor den Turrets nochmal schön irgendwie so eine Tripwire oder so. Boah. Ja, da kann ja gar nichts mehr passieren. Sagen wir jetzt, Klammer zu. TM. Ja. Aber theoretisch, oder? Könnte klappen. So, wie sieht's aus? Oh, Stahl ist fertig. Gut, Tobi. Jetzt wird's lustig. Hier von... Hey! Entschuldigung. Wow, ist das teuer. Geschmiedetes Eisen 48. Ich muss nochmal geschmiedetes Eisen machen. Wir brauchen leider mehr geschmiedetes Eisen. Denn du willst das bestimmt auch alles haben. Was denn? Ja, ja, sag einfach ja. Ja. Mit der Hälfte gebe ich mich auch zufrieden. Ne? Okay, das wird jetzt nicht reichen. Ich glaube, das müsste echt so 100 nochmal machen. 200 wahrscheinlich sogar, ja. Oh, das dauert auch wieder. Oh. Zum Glück dauert das nicht lange. Wie lange dauert das? Na, jetzt dauert es 9 Minuten, aber das Auswählen, bis man die 200 erreicht hat. Ach so. Okay, dann fange ich aber schon mal damit an. Mal gucken, wie lange es dauert. Damit fange ich an. Ich kann sogar zwei Sachen machen, glaube ich. Das sieht gut aus. Was hast du eigentlich für Dinger an den Beinen? Was sind das? Das sind aber nur Beinschienen, die habe ich gefunden gehabt. Keine Ahnung. Nicht so wirklich krass. Eisen oder Stahl oder Papier? Hä, das ist Papier, oder? Papier. Das sieht aus wie Papier mit Das sieht aus wie Papier mit Klebeband um die Beine. Warte mal, kann ich dir sofort sagen? Ja, ja, ja. Hier. Das ist aus Stoff. Oh. Ja, das ist nicht so beeindruckend, aber besser als nichts. Okay, das ist also wie eine Hose. Wenn du so willst, ja. Ja, okay, gut. Dann, okay, gut. Ja, ich wollte mal wissen. Ja, dann, das läuft, da kann ich vielleicht... Geht das schon? Nee, ne? Da brauche ich gleich mehr. Ah, nee, das könnte klappen. Ja, ja, ja. Du li di 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 li 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 di 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 li li. Was natürlich cooler aussieht, aber... Naja.
Dann das haben wir. Das haben wir, das haben wir. Fehlt eigentlich noch das da. Okay. 48 brauche ich dafür. Das dürfte aber nicht mehr so lange dauern. Ja, das ist bald. In Bälde ist das bald fertig. Ein schönes Inventarsystem wäre hier irgendwie schön, ne? Also wenn man irgendwie so ein schönes Lagersystem machen könnte. Obwohl kann man ja, glaube ich, mit, wenn wir lauter Kisten machen, mit Schildern drüber, oder? Ja, das müsste eigentlich gehen. Das sollten wir im neuen Haus dann wirklich machen, dass wir vielleicht pro, ich weiß nicht, pro Element oder so, vielleicht eine Holzkiste, eine Eisenkiste, eine Mechanikkiste und dann immer so ein Schild drüber, damit man weiß, wo was drin ist. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, sonst wirst du hier echt bekloppt. Und wenn wir keinen Keller bauen können, weil die Statik vielleicht scheiße ist, dann machen wir zumindest ein Lagerhaus hinten dran. Ja. Das ist gut. Ja, gefällt mir auch ganz gut. So, kann man dann die ganzen Elemente, die andere Häuser haben, so eine Küche und sowas, eine Einbauküche, kann man die selber auch craften? So Küchenblöcke? Das weiß ich gar nicht. Aber das wäre schon cool, wenn wir das Haus auch einrichten könnten. Ich meine, das ist vielleicht nicht wichtig bei einer Zombie-Apokalypse, aber irgendwie ja doch. Ich guck mal gerade, warte mal, hier Küche. Ja. Man kann Getränkekühlschrank kann man bauen. Okay, das ist ja schon mal was. Da kann man nicht meckern. Ah, sehr gut. Oh, und einen Waffenschrank kann man auch bauen. Auch das gefällt mir sehr gut. Und einen Unterschrank. Jo, kann man. Das geht? Okay, das ist sehr cool. Huch! Oh, okay. 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 Na gut. Cold Resist. Cold Resist, Heat Resist. Okay. Mobilität. Das ist natürlich ein bisschen doof. Okay. Gut, gut, gut. Was ist denn eigentlich bei den Dingern? Achso, kann man nicht sehen. Ich würde gerne, bevor ich irgendwelche Sachen... Improve your armor rating, this is steel plating. Okay, kann ich nicht machen. Can be only installed in heavy armor. Ich würde gerne bei... Bevor ich irgendwas crafte, würde ich gerne die Werte sehen, wenn ich irgendeine Armor craft oder so. Oh, sieht man das nicht? Nee, vorher nicht. Erst mal, wenn es fertig hat. Okay. So, eigentlich kann man hier doch... Achso, der macht da noch. Okay. Der macht da noch. Okay. 1700 Zement. Ich glaube, das wird ein bisschen reichen, glaube ich. Das wird schnell weggehen, Erik. Denk dran. Ja, ich weiß. Oh, Tobi. Oh Gott. Guck mal auf die Uhr. Ja, mach mal die letzte Folge für mich heute. Also passt schon. Was? Erik, wir haben 14:45. Jetzt räumen wir nicht rum. Was? Na gut. Aber dann brauche ich noch ein bisschen. Weil ich wollte, da ist noch etwas. Naja. Tobi, da ist noch was. Okay, dann gucke ich nochmal schnell durch, was kann man denn noch alles machen. Radkappe, cool. Eine Dart
Falle. Launches Metal Darts when powered. Ich frag mich halt, wie viel Damage das macht und was effektiv ist gegen Zombies. Hm. Hier ist die Shotgun Turret. Emotion Sensing Shotgun Turret with more needs to be set. Motion Sensor. Oh, da müssen wir natürlich noch bauen. Aber Wire Tool. Use the Wire Tool to wire electrical components. Okay, damit kann man Kabel verlegen. Das ist gut. Kettensäge kann ich nicht bauen. Motion Sensor. Oh, was ist das denn alles hier? Generator Bank, Loose Boards Block, Schiene. Achso, das ist so eine Schiene. Mobiler Scheinwerfer, hier ist ein Motion Sensor, den können wir sogar schon bauen. Oh, cool. Used to trigger electrical events when activated. Okay, es gibt auch Switches, mit denen können wir selber Sachen antriggern, das ist gut. Ah, und mit Tischsäge können wir Sachen craften. Oh, eine Tischsäge bräuchten wir dann auch. Hast wir könnten übrigens auch schon... Ja, eine Tischsäge. Die kann ich bauen, tatsächlich, wenn ich die Sachen dafür habe. Hm. Ich habe das ja gelernt. Ich kann auch mittlerweile übrigens enorm viel Munition craften. Oh Gott, Blade Trap ist auch cool. Enorm viel Munition finde ich gut. Das ist sehr, sehr gut. Bei den Turrets werden wir das richtig brauchen, glaube ich, oder? Ich denke auch, ja. Wo baut man diese Turrets eigentlich? Ich finde die gar nicht, wenn man die hier eingibt. Auto-Turret. Rezept nicht gelernt. Okay. Und man macht das an der... Ah, hier. Achso, nee. Der Werkbank. Genau. Da braucht man einen Motion-Sensor für. Ach du Scheiße. Den können wir jetzt schon bauen. Echt? Ja, habe ich gerade schon gesehen. Wo waren denn nochmal? Motion, da ist er. Motion-Sensor. Die Komponenten haben wir. Nur no, really? Rezept natürlich. This thing eats ammunition. Oh oh. Was hast du denn da? Was eatet denn ammunition? Bei der Auto-Turret steht das in der Beschreibung dabei. Oh, okay. Was ist denn Trigger Group Full Auto? Was ist das? Modified the Trigger Group to fire Full Auto only. Hä? Was? Was heißt das? Ich habe keine Ahnung. Trigger Group. Also Trigger musst du mal eingeben, dann kommt das. Burst? Okay. Full Auto? Trigger Group? Modified the Trigger Group? Fire three Burst? Modified the Trigger Group? Modified the Trigger Group? To fire Semi-Auto only. Full Auto. Was ist eine Trigger? Ich habe keine Ahnung. Trigger Group Burst Schematic? Aber ich weiß nicht, was eine Trigger Group ist. Also ist wahrscheinlich für eine Waffe irgendwas. Dass man die auf Halbautomatik, Vollautomatik und Burst ist halt... Ja, weiß ich nicht. Ne, dass man die Knarre irgendwie dann anders baut. Ich weiß nicht genau. Hm. Schon interessant, was man da noch so machen kann. Da kommt noch ein bisschen was, Tobi. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen was. Ich bin gleich wieder da. Lalelu. Leder brauche ich dann wohl doch nicht mehr. So, und die das Klebeband habe ich auch umsonst hergestellt. Cool. Aber da haben wir immer ein Klebeband. Das ist ja auch schon mal gut. So. Muss ich noch ein bisschen gedulden. Boah, Alter, der macht immer noch Zement. Bist du schon eingeschlafen? Nee. Ich lebe. Okay. Entschuldigung. Manchmal bin ich mir selber nicht so sicher. Okay. Hm, das finde ich eigentlich ganz cool. So. Dann schauen wir mal. Ach, habe ich schon. Ah, nee. Wo ist denn... Ach, das kommt denn hier, ne? Okay. Da. Wo ist denn hier Stoff? Ich hoffe, das reicht. Ah, hier gibt es echt viele Sachen, die man craften kann, ne? Das ist schon krass. Das hat man noch sehr lustig. Grandpa's Awesome Sauce. Das
verstehe ich gerade noch nicht. Mache ich das gerade falsch, indem ich das da mache? Hätte ich vielleicht lieber doch gleich das machen sollen? Wie kann ich die denn herstellen? Oh, deswegen. Bottle of Acid, Scrap Polymers, Klebeband, da kommt er doch wieder. Und Pflanzenfaser, warte mal. Da hätte ich das mal vorher gesehen. Ich dachte, ich bin jetzt voll der Hero. Die könnt ihr schon mitnehmen. Klebeband, Scrap Polymer und Bottle of Acid, aber uff. Machst du da? Oh, ich glaube, wir brauchen dafür den Chemietisch, oder? Ja, wir brauchen den Chemietisch dafür. Ja, das Problem ist, den können wir leider erst machen, wenn wir zwei Messbecher haben. Die kann man nicht craften, das ist echt scheiße. Die kann man doch bestimmt craften und die heißen einfach nur anders, oder? Nee, die heißen dann hier auch, wenn du Chemietisch eingibst, heißen sie ja auch Messbecher. Aber wenn man Messbecher eingibt, bekommt nichts. Fehlt da noch was? Tobi? Ja? Guck mal ganz kurz in den Output von dieser Werkbank hier. Oh! Sexy. Hat ein bisschen gedauert. Und jetzt habe ich aber rausgefunden, dass die militärischen Sachen wohl noch besser sind. Als die Eisensachen, was ich nicht verstehe. Die militärischen Sachen bieten besseren Rüstungsschutz als eine Eisenrüstung. Ja, und die sind aus Pflanzenfasern und so. Hä, wie bescheuert ist das denn? Ich weiß auch nicht genau. Okay. Trotzdem, das Licht beim Eisenhelm vermisse ich trotzdem ein bisschen. Aber die anderen Sachen gehen klar. Okay, und wenn ich jetzt hier auf Military nur mal so testweise, mal wieder testweise, Militärbeinschienen, Militärstiefel, Militärweste. Brauche ich noch Leder? Nimm dir das mal raus, das ist deins. Ach so. Ja, ja. Okay, cool, cool. Danke, danke, danke. Sehr gern, sehr gern. So. Würde aber eine Sache trotzdem noch gern probieren. Nee, warte mal, wo ist denn die? Ach, Alter, ich nehme mir die ganze Zeit Stofffetzen raus und wundere mich, warum es nicht geht. So. Mal vorher besser gelesen, war, aber hätte mir auch nichts gebracht. So. Du hast doch vorher nicht ihre Tab nicht gelernt. Weißt du was? Spiel, ey. Scheiße. Kackspiel, ey. Dreckiges Kackekelspiel. So. Rezept nicht gelernt, Rezept nicht gelernt. So, dann tue ich das hier wieder rein. Dann tue ich die Scrap Polymers auch wieder rein. Und dann muss ich gucken, wie ich das Rezept dafür lernen kann. Für die beste Rüstung. Toll. So. Cool, mit den Beinschienen. Sieht man das bei mir auch? Oh ja, sieht man. Sieht nice aus. Stylisch! Aber den Helm würde ich trotzdem besser mit dem Licht oben drauf. Finde ich auch besser. Okay, man kann aber noch zum Beispiel, ich habe jetzt die Pflanzenfaserhose trotzdem noch an, trotz der Eisenbahnschienen. Also eventuell ist das wahrscheinlich so, dass wir zusätzlich zu dem Eisenbrustpanzer auch dann noch die Militärsachen später tragen können. Okay, okay, okay. Ich glaube, so wird das funktionieren. Das ist nice. Warte mal, 8 Stofffetzen brauche ich noch, dann mache ich uns nochmal kurz was, warte mal. 8 Stofffetzen, das wird sicherlich alles bringen. Also... Ich bin sehr schlau. Hey, weiß ich noch nicht. So, warte. Mal gucken. Soll auch noch was bringen, aber ob und was und wie, das weiß ich natürlich auch nicht. Wo ist denn das? Wo war das nochmal? Da. So.
So, Tobi, da ist noch was, da ist noch was drin. Okay, warte, 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 warte. Oh, okay. Soll auch noch vor Damage schützen. Okay. Aber irgendwie sieht man da nicht mehr so schön dämlich aus. Aber trotzdem cool. Okay, wir sehen halt jetzt noch dämlicher aus. Ich hab mir aber mal nichts. Ich guck in Luft. Sieht aus wie eine alte Unterhose. Sieht wirklich aus wie eine alte Unterhose über der Nase. Ist irgendwie schäbig. Okay, also ich brauche noch irgendwie das Rezept. Habe ich noch einen Punkt? Oh, ich habe 2 Punkte. Juhu. Dabei wollte ich doch Boom Headshot lernen. Ich lerne trotzdem Boom Headshot. Headshot. So. Headshot. Was brauche ich dafür? Perception Level 5. Na, das kann auch ein bisschen dauern. So. Grease Monkey, Yeah Science. You can craft military fiber. Ah, okay, das brauche ich dann. Sollte ich auch schon easy lernen können. Hast du Yeah Science auch gemacht? Hm? Hast du Yeah Science auch gemacht? Nee, aber ich muss tatsächlich 2 Dinger. Oder hast du das gemacht? Ich habe das gemacht, ja. Ah, okay, auf welchem Level bist du denn? 3. Da kannst du ja military fiber craften. Das ist, kann sein, ja. Ach ja, aber wir brauchen ja immer noch den Tisch dafür. Chemietisch, ja. Und die scheiß Messbecher. Ich, warte mal ganz kurz. Ich weiß, die Folge hat schon überlänger, aber ich guck trotzdem mal ganz kurz Messbecher. Ich hab schon geguckt. Kannst du nicht. Geht nicht? Nein. Ich muss trotzdem, ich... Becherglas, ah ja. Ist ein sammelbarer Gegenstand, verseuchten Krankenschwestern gefunden werden kann. Garage, Medizinschrank, Poppenpilz. Das Becherglas kann nach Schmiede geschmolzen werden. Toll. Ja. Aber man kann es nicht herstellen? Nein. Nur gesammelt. In früheren Versionen konnte das Becherglas in der Schmiede hergestellt werden. Hä? Von allen Gegenständen kann man das nicht? Fucking Becherglas? Wir können alles herstellen. Elektrik und sonst irgendwas. Aber Becherglas, da hört es dann auf? Okay, na gut, ja, schön. Ja, dann sind wir wohl verloren. Aber ich glaube, die haben das bestimmt rausgenommen, dass man das selber craften kann, damit man nicht zu schnell diese Rüstung kriegt, oder? Ja, damit man auch den Chemietisch wahrscheinlich nicht so schnell craften kann. Wahrscheinlich. Das heißt, wir müssten irgendwann mal ins Krankenhaus gehen und dann räumen wir da mal auf und suchen Becher. Ja, können wir in der nächste Folge einfach machen. Ja, das denke ich auch. Wenn wir daran denken, natürlich. Ja, bestimmt, weil wir kommen sonst nicht weiter ohne Chemietisch. Richtig. Richtig, 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 Tobi. Ja, okay, Zement ist auch durch, 1800. Das tue ich mal schon mal ins Inventar, damit ich das nächste Mal nicht vergesse. Zusätzlich mit dem Zement, der hier noch drin ist, 1850 Zement. Für den Anfang ja, ist das okay. Easy, da kann man doch schon wenigstens die Grundmauern legen. Richtig, richtig. Gut, dann tue ich mir mal schnell ein bisschen Falteisen wieder rein, weil ich mir da welches gemopst hatte. So, Kohle, hier, ja, keine Ahnung. So, Tobi, ne? Nächste Folge? Ja, geil. Ja, geil, freue ich mich aber drauf. Und dann muss ich gucken, ah ja, Waffen craften, wollten wir auch noch selber machen. Aber das dauert ja alles noch ein bisschen. Ja, Mann. Ja, aber es wird ja langsam, es wird ja langsam. Wir kommen voran, guck mal, wie viele Eisen wir mittlerweile haben. Genau, genau, genau. Und, na gut, eigentlich wären wir jetzt tot, weil Blutmond gewesen wäre, aber ja, wir lassen uns ja die Zeit bei den Feldern und so, ne? Ist ja auch schön. Lieber. Ist eine schöne Aufbausimulation aus 7 Days machen. Das geil. Mögen die Hardcore-Spieler. mal gucken. Nächste Folge und dann gucken wir mal, wo wir Messbecher herkriegen. Ja, so machen wir's. Genau. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.